wir werden auch nochmal hier hin können. Bitte, Guppies Collar. Irgendwo. Komm schon. Nach. Verdammt. Hatte ich jetzt echt drauf gehofft. Okay, was gibt's hier? Wir nehmen es einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob es uns im Endeffekt wirklich was bringt, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Die beiden zusammen sind auch ganz schön nervig, wenn ich das gerade mal so sagen darf. Das einzige Problem ist, ich habe gerade... Ich war gerade so dumm. Ich merke es jetzt gerade erst. Unsere Tränen haben sich gar nicht davon beeinflussen lassen. Dammit, wir haben das komplett falsche Item aufgenommen, das war richtig dumm. Shit. Ich dachte, ich mache mal was Schlaues und nehme nochmal was mit, was uns dann auch einfach mehr Schaden gibt. Und verkacke einfach aufs Übelste. Hätte ich doch mal das Book of Belial mit besser mitgenommen, ey. Ich wollte gerade sagen, um den Adversary kümmere ich mich später, aber da kam auch schon auf uns zu. Das ist echt doof, dass diese Explosive Tears jetzt nicht mehr irgendwas für uns bringen, sondern einfach eigentlich die ganze Zeit nur noch gegen uns arbeiten. Was heißt gegen uns? Die helfen mir halt gar nicht mehr. Das ist totaler Beschiss, dass manche Items einfach so gar nicht zusammenarbeiten können. Das ist echt ein bisschen blöd. Machen wir erstmal eben den Bugle of Flies, das geht nämlich umso schneller. Aber auch er hier ist nicht das Problem. Den haben wir eben gerade schon mal besiegt. Ja, das ging aber eben gerade schneller. So, mein Freund, komm raus. Okay, ist auch weg. Das sollte kein Problem sein, obwohl beim Engel weiß ich's nicht. Ach Mann, ich dachte, er schießt auch jetzt irgendwann mal anders von sich weg. Tut er nicht, egal. Okay. Ach, das ist der. Ach, ich bin ihm entgegengelaufen, ich Idiot. Mein alter Freund, Brownie mal wieder. Ah, toll. Kannst du mal sterben, bitte? Alter. Man rutscht auch dann auf diesem Boden immer so hin und her. Ist auch immer nervig. Vielleicht kriegen wir doch noch ein gutes Item hierbei raus. Wenn der Boss Rush fertig ist. Das Problem ist nur dabei, man weiß es nie. Ach, jetzt muss ich mich erst um den Typen kümmern hier. Denn hier schon wieder. Stirbt er nicht mal. Na, scheinbar hatte das ganze Leben nur Blood und kein anderer hier. So, du bist weg. Sehr schön. Das ist jetzt nicht so schön. Mega Fatty ist immer so eine ganz böse Geschichte. Zusammen mit ihm hier auch nicht wirklich gut. Weil auf beide konzentrieren ist ein bisschen schwer. Dankeschön, dass du schon mal gestorben bist. Umso schöner für mich. Auch weg. So, jetzt kommt ihr auch noch hier zu. Ich bin mal gespannt, ob das uns hier überhaupt was gebracht hat, die Aktion hier. Wir haben jetzt gleich nämlich auch nur ein Scheiß-Item bekommen, weil dann hat uns das hier alles gar nichts gebracht.
Außer, dass wir echt ganz schön fucking viel Schaden nehmen. Ich verliere gleich sogar meinen extra Herzcontainer hier. Nicht gut. Das muss ich möglichst verhindern. Ich weiß nur noch nicht wie. Das war gar nicht so gewollt, aber gut, dass es so funktioniert hat, wie es, ja, funktioniert hat scheinbar. Hui! Ah, verdammt! Was eine Scheiße. Celtic Cross, you feel blessed. Ja, fuck off. Ja, das hat uns mal so gar nichts gebracht. Das war richtig dumme Zeitverschwendung. Also richtig. Mein Gott, wie kann man denn so blöd sein? Wie kann ich denn so blöd sein? Das war wirklich mega bescheuert. Also ohne Guppy-Gestalt sehe ich so ziemlich schwarz. Deswegen konzentriere ich mich auch mal ein bisschen mehr hier. Zum Beispiel das schafft man eigentlich nicht, wenn man sich konzentriert. Ich sage es und habe es sofort wieder vergessen, was ich eigentlich machen will. Mich konzentrieren. Ah! Ja. Genau das meine ich. Bitte sterben Sie jetzt. Dankeschön. Bomben, 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 Bomben. Das ist das Einzige, was wir die ganze Zeit bekommen. Immer weiter Bomben. Mist. Na, boah. Ich mach mich hier noch selbst kaputt. Justice. Ja, bitte. Noch eine Bombe. Toll. Oh mein, selbst meine Fliegen sind noch nicht ansatzweise stark genug, um das hier zu bewältigen. Okay, ah, Moment. Das halbe Herz nehmen wir natürlich mit. Der hat sogar überlebt. Sehr gut. Bitte gib uns was verdammt Gutes. Am besten eine Health Up. Oh! Synap ist auch nicht schlecht. Aha, vielleicht kriegen wir sogar noch was Zweites. Nice! Das hat sich ganz schön gelohnt. Und ab zum Boss. Wen haben wir? Mama Gurley. Ist weg. Achso, jetzt. Hä? Wie kam es, dass er auf einmal weg war? Naja, egal. Drück. Speed up, size down. Was ist das denn für ein Rotz? Das auch. Was ist denn hier los? Es gab ja noch nie so ein scheiß Item bei Satan. Scheiß bin ich wahr hier. Ist ja schlimm. Okay. Jetzt doch eh gleich wieder bei der zweiten Münze aus, die ich da reinmachen will. Okay, bei der vierten, fünften, sechsten, achten, neunten, zehn. Ich weiß gar nicht, bis wo waren wir denn bis jetzt eigentlich? Können wir uns auch mal als Ziel setzen, das Ding so hoch wie es geht setzen. Also echt so hoch, egal wohin. Auch wenn es 999 ist, umso besser, dann kriegen wir glaube ich auch irgendwas. Warum hat das zum Beispiel eben gerade erstmal keinen Schaden gemacht? Habe ich das zu früh erledigt oder? Hm. Oh, solche Räume, ne?
Ich bin eigentlich gerade weggegangen, aber okay. Nehme ich einfach mal so an. Da, gerade wieder. Hat erstmal am Anfang gar keinen Schaden gemacht, so dass das Viech nur lebte. Das kann doch so nicht stimmen, oder? Ich würde sagen, nein. Ach, Pin! Das habe ich gerade nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Okay. Oh, klasse. Toll. Schon sind meine ganzen Herzen wieder fort. Bisschen Geld und ein Schlüssel. Nicht so schlimm wie erwartet. Noch eine Bombe. Wir haben 16 Bomben. Was sollen wir denn damit anfangen? Am besten ja nicht. Was? Nee, hier brauchen wir auch nichts. Boah. Das war schlecht. Um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Okay. Da ist auch schon Mutti. Ernsthaft? Ich habe mich davon jetzt gerade treffen lassen. Gut, aber wir wissen ja, mit Mom's Knife sind wir eigentlich immer ganz gut unterwegs, wie wir gerade gesehen haben. So. Wir bekommen die Guppy-Gestalt also nicht mehr. Nicht so toll. Echt einfach nicht so toll. Gut, dass wir genug Bomben haben. Okay. Ja, das lief doch hier doch schon mal gut. Wir haben noch einiges an Leben. Ah, ich wollte gerade noch ausweichen. Verdammt. Das ärgert mich gerade wirklich. Ich will das mal... Ich will endlich mal mit Maggie hier... das Lamm besiegen, dass wir zum nächsten Charakter übergehen können. Einfach, weil mir Maggie ganz schön auf Nerven geht langsam hier. Hat zwar viel Leben am Anfang und allen drum dran, aber mit den Items habe ich da ja echt gar kein Glück. Die Hermit, das bringt uns hier so gar nichts mehr. Ich habe auch ein Problem damit, dass ich immer noch nicht fliegen kann. Das ist eigentlich, aber für einen erfolgreichen Run ist das ein Muss. Obwohl wir haben, doch stimmt, wir haben immer noch die Möglichkeit, die Guppy-Gestalt anzunehmen, wenn wir es. Was soll das denn? Der war schön. Was gibt's denn hier? Vierer? Ich weiß gar nicht, was die Vierer geändert hat. Naja, auch egal. Okay. Ich wollte gerade sagen, es sieht so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Du bist auch drauf. So. Moin, moin. So, mein Meister. Wollen wir mal, hä? Gott sei Dank, er geht aber auch gerade ganz schön gut ab hier. So, die Herzen kann ich dann gleich noch einsammeln. Das war wirklich gerade einfacher, als ich es erwartet habe. Okay, also wir holen uns jetzt nochmal hier Herzen. Oh. Warte mal, wo war's? Ach, hier oben. Ich habe es gerade noch so gesehen. Ist ja egal, wir haben ja genug. Ich habe gerade Hoffnung geschöpft, dass wir es... Ach, das hat das so Item geändert, okay.
Reicht mir. Let's go. Lass uns doch mal sehen, was uns hier noch erwartet, hä? Ob wir es schaffen können. Jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös geworden. Das will ich jetzt unbedingt schaffen. Wie sieht's aus? Guppy-Gestalt. Guppy-Gestalt. Nein. Aber ordentlich Herzen. Telepilz, nicht so gut. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt heißt es eigentlich, möglichst schnell den Boss finden. Ohne vielen Problemen ausgesetzt zu sein. Wunderbar. Das war zum Glück gut gelöst. Obwohl ich auch gerade nicht weiß, was passiert ist hier. Oh nein. Mit einem weniger ist es schon mal ein bisschen schöner. Ich habe nur gesagt, ein bisschen. Nicht, dass es dann wunderschön ist. Okay. Genau den Gegner, den ich nicht leiden kann. Das Gute ist, mit Mom's Knife kann man direkt durch den durch. Mr. Boom. Leute! Gebt mir doch einfach mal ein vernünftiges Item. Es ist doch nicht so schwer, mir Guppy's Color oder so zu geben. Ich meine, uns geht's immer noch relativ gut, aber ich will halt echt auf Nummer sicher gehen. Weil es gerade echt... Wir sind so gut dabei. Natürlich hat er die als Leibwächter so ungefähr. Ja, haben beide gleichzeitig sogar, okay. Davon will ich einen loswerden. Ach komm. Ach Mann, ich reagiere viel zu spät. Das war gut. Okay, Herzen sammeln, Herzen sammeln, Herzen sammeln. Wir nehmen dann einfach mal den Mr. Boom mit, oder? Damit sollte doch gehen, oder? Hä? Nicht. Ich habe ja kein weiteres mehr gemacht hier. Okay. Leute, let's go. The Lamp. Das ist jetzt gerade sehr gut. Ich bin nämlich gerade noch geschützt. Das war gerade echt sehr nice. Ich bin gerade noch geschützt gewesen durch das Celtic Cross. Das hat mir gerade nochmal einen richtig guten Schub gegeben. Den haben wir doch. Den haben wir doch. Den haben wir. Das Celtic Cross hat uns gerade den Arsch gerettet. Yes, sir! Maggie's Faith. Damit heißt es beim nächsten Mal. Wir haben jetzt Isaac fertig. Wir haben Maggie fertig. Moment, wo habe ich meinen Notizblock? Den halben Strich gibt es jetzt nämlich auch bei Maggie. Beim nächsten Mal heißt es Kane. Und Judas ist ja schon. Judas kann man auch nochmal gerade so einen Strich machen. Wie ist es eigentlich bei Zazel? Da haben wir Hush noch nicht mit besiegt, okay. Samson und so, ja, da haben wir noch. Da, ja, wir haben noch ordentlich was zu tun. Beim nächsten Mal heißt es Kane.